Dann kam noch eins dazu, kann ich hier erzählen. Da stand in den Vorgaben auch drin, dass der Überrollkäfig mit der Karosserie verschraubt werden musste. Und das hätte natürlich einen wesentlichen Steifigkeitsanteil weggenommen. Also habe ich ihn verschweißt und hatten so Schweißspezialisten. Da habe ich gesagt, wo sie überall Schraubenköpfe hinmachen mussten. Weil das aussah wie festgeschraubt. Hat auch nie einer gemerkt. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu 100 Jahren... Was? Achso, zur 100. Folge der alten Schule. Unglaublich, aber wahr. Ich bin jede Woche aufs Neue glücklich und überwältigt, wie viele von euch diese Rückblicke in die goldene Ära des Automobils anhören und wie viele Hinweise und Anregungen ich auf neue Gäste bekomme, die ich unbedingt noch treffen muss. Die Liste ist lang und so müsst ihr mich vielleicht noch eine Weile ertragen. Übrigens haben mir einige geschrieben und gefragt, was ich denn Besonderes vorhabe zu meinem in Anführungszeichen Jubiläum und die Antwort ist nichts. Denn es ist zwar die 100. Folge, aber einige Gäste gingen über zwei Folgen und von daher finde ich, es sollte einen kurzen Rückblick zum 100. Gast geben. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Aber es gibt eine neue Webseite zur alten Schule. Die findet ihr entweder unter der bekannten Adresse oder auch unter alteschule.tv. Ich habe es euch nochmal in die Shownotes geschrieben und da gibt es auch einen Link zum Shop. Momentan gibt es dort nur Aufkleber, aber demnächst könnt ihr da auch wieder alte Schule Polos und T-Shirts kaufen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, viel Gequatsche vorab. Einen Gast habe ich natürlich auch noch am Start und was für einen. Er war für einige der coolsten Tourenwagen der Geschichte verantwortlich. Autos wie der Ford Turbo Capri oder der erste BMW M3 sind maßgeblich nach seinen Ideen entstanden und darum dürft ihr euch nicht wundern, wenn auch dieses hier eine unterhaltsame Doppelfolge geworden ist, denn Rennen ist er auch noch gefahren und er hat den Crashtest bei NSU eingeführt und war zwischendurch auch bei VW und bei Audi und. Am besten erzählt es euch jetzt selbst. Hier ist für euch Thomas Ammerschläger. 1958 haben Sie Ihr erstes Auto, glaube ich, gehabt, ne? Ja, es war ein 600er Fiat. Aber da mussten Sie auch, also Sie sind gar nicht so mit Autos aufgewachsen, da mussten Sie Ihre Mutter auch zu überreden, ne? Dazu muss ich Sie überreden. Also das Ziel, Autos zu entwickeln, das habe ich schon mit 7 Jahren, das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verkündet. Okay. Obwohl, wie gesagt, aus der Familie kam da überhaupt nichts. Aber es hat mich so gereizt und fasziniert, sämtliche Autos, die es zu der Zeit noch gab, bin ich reingeklettert, kann mich also noch an die Holzvergaserautos entsinnen und alle diese ganzen Geschichten. Und das ist im Grunde genommen auch die ganze Zeit so geblieben. Und hatten Sie jemanden, der Sie da technisch gefördert hat? Oder in der Familie überhaupt? Niemand? Überhaupt nicht. Also einfach die Faszination fürs Auto. Richtig. Insgesamt. Ja. Und dann haben Sie, wie gesagt, Ihre Mutter mussten Sie überreden, dass sie überhaupt auch mal ein Auto kauft? Ja, also ich fand das natürlich gut. Sie hätte nie eins gebraucht, aber habe mir das schmackhaft gemacht, habe gesagt, damit können wir meine Schwester besuchen. Die hat zu der Zeit in Madrid gearbeitet. Okay. Das haben wir auch gemacht. Von Hannover? Von Hannover nach Madrid und von da aus sind wir nach Granada gefahren und dort sind wir auf die Sierra Nevada gefahren, den höchsten Berg, Pico de Veleta, 3200 Meter hoch, zu dritt mit dem 600er Fiat draufgefahren. Wie lange waren wir da unterwegs? Keine Ahnung. Aber ein paar Wochen schon, ne? Also die ganze Reise, die hat schon länger gedauert. Ja. Und davon gehe ich aus. Ja. Okay. Und zurück hat es auch wunderbar funktioniert, alles gegangen. Und bei Pannen oder so, waren Sie immer schon auch der Schrauber oder haben Sie da was optimiert am Auto gleich? Oder? Nee, an dem habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Und wenn irgendwas war, manchmal hat der Thermostat vom Kühler nicht so richtig mitgemacht und dann wurde er zu warm, dann habe ich den eben ausgewechselt. Das ging schon. Dann haben Sie überlegt, Sie müssten das professioneller machen? Ich habe mein Abitur gemacht und bin dann auch in Hannover auf die TU gegangen, habe da mein Diplom gemacht in Maschinenbau, Fachrichtung Kraftfahrzeugbau. Und das lief eigentlich ganz normal. Vor sich hin, eine Lehre habe ich nicht gemacht, aber Schrauben konnte ich trotzdem. Schrauben? Ich glaube, Sie sind Rennen gefahren, oder? Ja. Und mit was für einem Wagen? Also es ging los mit so kleinen Zuverlässigkeitsfahrten, die nicht viel Geld kosten. Das Problem war immer, als Student hat man kein Geld. Ne? Mhm. Und da gab es also, was weiß ich, Slaloms und solche Sachen, die habe ich sogar schon mit dem Fiat gefahren. Danach gab es eine
Renault Dauphine. Und das ging auch dahin. Und danach kam dann ein Prinz 4. Und dann war ich auch schon, den habe ich selber wieder aufgebaut von einem Unfallauto. Und mit dem Prinz 4 bin ich auch Rennen gefahren. Und das erste richtige Rennen war zwar nicht mit dem Prinz 4, sondern war mit einem Volvo. Also 544 von meinem Freund. Okay. Sind wir das 12-Stunden-Rennen gefahren. Am Nürburgring? Nürburgring. Wir sind also, muss ich vielleicht dazwischen schieben, wir sind er mit mir, wir sind 1952, 54 mit dem Zug und dem Fahrrad nach Köln gefahren und dann von Köln mit den Rädern nach zum Nürburgring zum 1000-Kilometer-Rennen. Im Fahrrad? Das musste sein. Und wir haben es immer geschafft, immer mal wieder hinzukommen. Gerade zum 1000-Kilometer-Rennen oder auch zum großen Preis. Das hat prima funktioniert. Und so kamen wir dann natürlich eben auch Rennen, haben wir verfolgt. Und so kamen wir dann auch dazu, 12-Stunden-Rennen zu fahren. Und stand da der Wunsch im Raum, eigentlich professioneller Rennfahrer zu werden? Oder? Nein, das war tatsächlich als Hobby angelegt. Es war Spaß und Freude auf die Idee. Damals kam eigentlich kaum jemand. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das machen könnte. Ja. Und mit dem Volvo, war das dann schon erfolgreich? Oder? Das war relativ erfolgreich, wobei wir völlig blauäugig dahin sind. Wir hatten nicht mal Reserveräder dabei oder sonst irgendwas. Haben das Auto genommen, so wie es war, und sind damit hingefahren, das Rennen gefahren. Und das war noch ein Volvo, der ringsherum Trommelbremsen hatte. Ja, okay. Und damit hat man überhaupt nicht kalkuliert, dass das vielleicht nicht so gut geht. Aber wie dem auch sei, 4 Stunden vor Rennende hat man keine Bremse mehr. War alles weg. Wir hatten ja auch nichts zum Umwechseln und Auszubauen und so weiter. Dann sind wir ohne Bremse gefahren. Und das ging ganz gut. Wir waren nur eine Minute langsamer als mit Bremse. Tatsächlich? Ja. Und damit sind wir noch Fünfter in der 2-Liter-Klasse geworden. Mit 4 Stunden ohne Bremse. Ja. Das erinnert an die alten Michael Schumacher-Zeiten, wenn du mit einem Gang gefahren bist. Ja, genau. Aber das kann man mal sehen. Ja, und dann ging es eben mit NSU weiter. Dann war ich auch 65, habe meine Diplom gemacht. Habe ich auch geheiratet. Und danach ging es dann eigentlich weiter mit dem Prinz 4 für Rallyes und sowas. Und dann habe ich bei NSU angefangen im Fahrwerksversuch. Mhm. Das war also völlig anders als heutzutage. Ich bin rumgefahren zu einzelnen Autowerken. Ich war bei Mercedes, ich war bei BMW. Porsche war ich, glaube ich, nicht. Die waren damals noch nicht so bekannt, dass es da gelohnt hätte oder sich sofort angeboten hätte, sich vorzustellen. Und das beste Angebot hat mir dem NSU gemacht. Bei BMW und bei Mercedes hätte ich in die Konstruktion gemusst. Mhm. Wollte ich aber nicht. Ich wollte gleich einen Versuch. Und das hat da geklappt. Und war auch eine gute Geschichte, denn es war eine kleine Truppe und da hatte man praktisch alles hautnah, was sich da tat. Da gab es den, kam dann der Tausender, der kam, glaube ich, 65. Und dann habe ich neben meinem Freund Axel noch einen Werkstattmeister bei NSU kennengelernt, Karl-Jürgen Hürtmüller. Und dann haben wir beschlossen, zu dritt, weil wir es alleine alles nicht bezahlen konnten, Rennauto zu bauen und das wechselseitig zu fahren. Okay. Und das ging auch gut. Mit dem Tausender Prinz war natürlich nicht allzu viel zu reißen. Der hatte ja nur den einen Vergaser und den haben wir dann getunt auf, was er da gehabt, 65 PS. Da war gegen die Abarts zu der Zeit eben sehr wenig auszurichten, aber nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht und ist gut gelaufen und das haben wir dann auch entsprechend erweitert, dass der CTS kam, war natürlich der CTS das Auto, was man haben musste und ich kannte ihn gut, denn ich habe an der Entwicklung vom TT und TTS schon mitgearbeitet. Mhm. Und dann sind wir damit eben mehrfach Rennen gefahren, mal der eine, mal der andere und das ging recht gut, aber der Haken war auch bei dem TTS, dass selbst mit dem gegen die Amarts nichts auszurichten war. Wir hatten ihn zwar auf knapp 100 PS gebracht, aber die fuhren mit 110 PS, waren leichter und kleiner. Und da ging praktisch gar nichts. Aber es war trotzdem interessant, vor allem die ganzen Leute, mit denen man da zusammen war. Das war der zum Beispiel Mezzario oder Willi Kausen, der Bitter und was da alles so tummelte auf den Rennstrecken. Und hat richtig gut Spaß gemacht. Wie waren die als Fahrer?
Also so als Gegner auf der Strecke, Willi Kausen, Erich Bitter, Arturo Merzario. Das war alles eigentlich sehr locker und unfreundlich, also nicht so verbittert. Gut, wobei die Abarth-Fahrer eben wussten, wir konnten sie nicht kriegen. Ne? Ja, okay, dann ist schon mal leichter. Die privaten Abarths, die haben wir schon gekriegt, aber die Werks-Abarths haben wir nicht gekriegt. Aber da hat man eben schon Freundschaften auch geschlossen und man kannte sie eben. Ne? Ja, war Willi Kausen damals schon so ein unterhaltsamer Zeitgenosse wie heute? Ja, eigentlich schon. Er war immer gute Stimmung, so oder? Ja. Hatte immer gute Sprüche drauf. Der Bitter war ein bisschen zurückhaltender. Aber es war eben alles, was da so kreuchte und fleuchte, bis auf die höheren Klassen, über 2 Liter und noch drüber, wo dann ja auch nicht unbedingt die Profi-Rennfahrer fuhren, aber zumindest die es sehr professionell betrieben haben. Zum Beispiel Linda Nöcker mit dem Jaguar, das war eben schon eine Hausnummer. Ne? Aber das war doch eigentlich eine wahnsinnig erfolgreiche Saison für Sie, oder? Sie sind doch 40 Rennen gefahren? 44. Ja. Und sind aber haben 11 Mal gewonnen. Ne? Ja, das sind 27%. Ja, eben. Und habe auch noch gerechnet, auf dem Podium von den Rennen war ich 44%. 44%. Also ja. Da wird heute einige Profi-Rennfahrer würden davon träumen, von so einer Bilanz. Ich habe mal nachgeguckt, vor 2 Jahren, sah die erste Plätze Bilanz von Vettel in der Formel 1 nicht besser aus. Ja, sehen Sie mal. Und trotzdem war es aber nicht so, dass Sie da irgendwie mal die Idee bekommen haben, in irgendein Werksteam zu gehen oder die Arbeitsmahlprobe zu fahren oder so? Nein, eigentlich nicht. Weiß auch nicht, ob ich das überhaupt gewollt hätte. Denn mich hat ja eigentlich beides gereizt, das Entwickeln und das Fahren. Und aus dem Fahren eben die Inputs zu kriegen, was man besser machen konnte. Ich habe da auch einige Sachen durchaus gelernt, zum Beispiel die aufgestellte Haube vom TTS, das war meine Idee. Aber nicht, um sie aufzustellen, sondern es hat einen ganz bestimmten Grund. Der TTS hat ja die gebogenen Saugbrücke. Und die Vergaser saugten praktisch über dem Motor die Luft an. Und unter dem Motor war der Auspuff. Das heißt, sie haben warme Luft gesaugt. Okay. Daraufhin habe ich gedacht, das kann nicht sein. Habe so große Heizungsschläuche genommen, auf die beiden Vergaser gesteckt und dazu muss die Haube eben aufgemacht werden. Ach so. Damit die frische Luft ziehen konnten. Und das hat auch tatsächlich Leistung gebracht. Ja, das glaube ich. Und das sah so gut aus, dass alle Leute es auch gemacht haben. Die haben es aber nicht kapiert, warum das so war. Die haben es nur aufgemacht. Ja, richtig. Gar keinen Vorteil. Ja, ist richtig. Okay. Vielleicht hört das der eine oder andere TTS-Fahrer jetzt, der immer noch damit im Kampf der Zwerge mitfährt, dass man auch mal die Schläuche drauf haben muss. Wir haben das alle. Ja, aber ich weiß nicht, ob Sie die Schläuche jetzt haben. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ja gut, vielleicht weiß jetzt der eine oder andere, was man noch machen muss, um noch ein bisschen Leistung rauszuholen. Okay. Parallel haben Sie aber schon am NSU Ro 80 mitgearbeitet, ne? Richtig. Aber vielleicht noch eins kurz zum... mein letztes Auto war ja ein TT. Ein 1100er, dann fuhr man eine 1150er-Klasse. Da waren die Abarths weg, aber da waren dann Renault Dauphins und Fiat 128 und Minis und alles sowas. Und die haben wir alle locker schlagen können. Also am Nürburgring meine schnellste Runde, war allerdings im Training, deswegen keine offizielle, war unter 11 Minuten. Mit dem kleinen Wagen? Mit dem TT. Das war relativ zu der Hahnezeit mit dem 18 Teaser mit unter 10. Unter 10 Minuten. War es praktisch eine Minute nur langsamer. Ne? Ja, aber der hatte einen 1800er. Ne? Ja, also ist richtig. 1800 Kubik, das war schon richtig eine andere Ausnummer. Ne? Und die Zeit, die haben wir am Bergaufstieg und auf der Geraden verloren, das ist ganz klar. Ja. In Ecken waren wir sicherlich genauso schnell. Beeindruckend. Ich habe mal geguckt, ein Drehzahlgramm, Fuchsrohre runter, war fast 200 km/h schnell. Ich hätte auch ein bisschen Mut dazu, aber haben Sie sich mal richtig ernsthaft wehgetan mit dem Auto oder harte Unfälle gehabt? Ich habe zwar auf dem Nürburgring einen Unfall gehabt, als die Hinterachse gefressen hat. Und das war hinter Kallenhardt Richtung Wehrseifen und da hat sie Auto überschlagen. Und dann bin ich auf der Seite liegend mit dem Dach an der Hecke gerutscht. Okay. Gut, dass die Hecke da war und dass ich nicht so reingeflogen bin, denn viele sind ja da durchgeflogen, dann waren sie hinterher tot. Ne? Also das ist gut gegangen. Und die Autos waren ja damals noch nicht so extrem mit Überrollkäfig und so. Nee. Das war also ein Käfig, ein Überrollbügel hatten wir zu dran. Sie, ne? Das
Hat natürlich nicht so furchtbar viel ausgehalten. Was man damals gemacht hat. Aber nachher haben sie mehr Käfigrohr zusammengeschweißt. Kommen wir auch noch drauf. Genau. Also parallel haben sie am NSU-Rohr 80 gearbeitet. Ich bin neulich durch Hamburg gefahren. Und da war vor mir ein NSU-Rohr 80. Ich habe gedacht, Gott, ist das toll. Ich habe das Fenster ein bisschen runtergemacht, dem Sound ein bisschen zugehört, mich an der Form erfreut. Und irgendwann war ich in der Ecke in Hamburg, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Und da ist mir eingefallen, dass ich eigentlich nur dem hinterhergefahren bin. Das ist heute noch so eine Erscheinung, das Auto. Ne? Ja. Von der ganzen Optik her und wie modern das eigentlich war. Ne? Ja. Erzählen Sie mal, wann Sie da angefangen haben, in die Entwicklung einzusteigen. Das ging praktisch von Anfang an los. Ich bin ja 65, habe ich angefangen und da gab es so ein paar Prototypen, mit denen sind wir auch immer Erprobungen gefahren. Das lief also schon voll die ganze Zeit. Insofern war ich die ganze Zeit beteiligt. Und da für das Fahrwerk, das heißt Federdämpferabstimmung, Bremsen, ähnliche Dinge, zuständig. Und da hat man unheimlich viel lernen können. Das sind alles Sachen gewesen, die praktisch nicht vorher zum Anschauen gab. Es gab ja so viele Sachen, auch was die Sicherheitsgeschichte angeht, kommt man nachher noch drauf, die NSU als erste hatte. Mercedes wird immer gelobt. Mhm. Gut, die haben auch sehr viel gemacht, aber manche Sachen hatte NSU an erster Stelle. Zum Beispiel den Tank unter der Rückbank hat heute jedes Auto. Damals waren die alle noch unter dem Kofferraum. Und wenn hinten einer drauf fuhr, ist meist der Tank davon gegangen. Oder eine extrem kurze Lenksäule. Die meisten Lenksäulen gingen hier vorne durch bis zur Kohlumlaufstelle. Und am Rohr 80 hört die Lenksäule praktisch an der Spritzwank vom Fahrer aus auf. Und danach kam erstmal die Anlenkung von dem Servozylinder und die Spurstangen. So dass der ganze Vorderbau als Crashzone zur Verfügung stand, ohne dass da irgendwas passiert ist. Ohne dass die Lenksäule Richtung Gesicht gedrückt wurde. Richtig, oder? Richtig. Ja. Und was hatten wir noch? Wir hatten, glaube ich, als erste eine lastabhängige Bremse mit einem Hinterachshöhenstandmesser, der die Hinterachse entsprechend geregelt hat. Und die Bremskraft auf der Hinterachse geregelt hat, je nach Belastung, was im Kofferraum ist. Richtig. Und wir hatten auch eine Zweikreisbremsanlage. Vorne waren 4 Kolbensättel, hinten normale 2 Kolbensättel. Und die war so geschaltet, dass wenn die Hinterachse ausfiel, war immer noch ein Bremskreis an der Vorderachse aktiv, sodass die Verzögerung praktisch immer noch die gleiche war wie ohne den ausgefallenen Kreis. Waren also Sachen, die wirklich sicherheitsrelevant und auch, denke ich, erlebbar waren. Ob jemals eine Bremse ausgefallen ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wenn sie ausgefallen wäre, hätte man quasi die volle Bremskraft erhalten gehabt. Denn die meisten haben ja diagonal geschaltet oder sogar nur schwarz und weiß. Und dann sind nur die Hinterachsbremse und die Vorderachse ausfiel. Ne? Hm. Ich meine, das ganze Grundkonzept von dem Wagen war ja schon relativ revolutionär, nämlich dass es Frontantrieb war. Ja. Das war ja schon also etwas ganz anderes und eigentlich ohne Vorbild. Ne? Ich meine, Sie hatten die Pendelachse bei Mercedes und also Starachsen oder sowas und Sie haben da was ganz Neues entwickelt. Ne? Ja, hinten die Schräglenkerachse und vorne die Federbeine. Also eine Zahnstange hatten die allerwenigsten. In der Größe gab es also nur den Citroën, den DS19. Wow, ja, ein sehr gemütliches Auto. Aber ich meine, das ist der Rohr 80 ja auch, ne? Auf langen Strecken. Da wird immer für gelobt, für diese Langstreckenqualität. Ja. Wenn der Motor hält. Aber gut. Da gab es doch auch so ein Problem mit dem Motor, oder? Also der Wankelmotor natürlich, dass er nicht allzu zuverlässig galt, aber ich glaube, das hing eher mit der Garantie zusammen von NSU. Das hing mit mehreren Dingen zusammen. Es hing einmal mit Missbrauch zusammen, weil die Leute gemeint haben, der hätte eine Vollautomatik und nicht geschaltet haben. Und da haben sie ihn überdreht. Wie, die haben nicht geschaltet? Das war eine normale Haarschaltung und dem. Die ging ja ohne Kupplung. Wir hatten den Wandler drin und wenn man den Schalter eben anfasste, wurde ausgekuppelt, dann konnte man schalten, hatte 3 Gänge. Und wenn man das aber nicht getan hat, der hat ja immer gedreht, der Wankel. Ne? Dann hat ihm das irgendwann eben nicht gut getan. Dann kam dazu, dass die Händler sich damit überhaupt nicht auskannten. Das war ja sicherlich ein Punkt, der ja vielleicht zu wenig beachtet worden ist. Die hatten ja nur mit den kleinen Autos zu tun, NSU-Händler. Hm. Jetzt kommt plötzlich ein Auto, ist aus einer anderen Welt. Hm. Und jetzt sollen die damit klarkommen. Ne? Das ist offensichtlich vielen Händlern schwer gefallen. Die sind gar nicht geschult worden. Ja, geschult zwar schon, aber wenn man damit nicht direkt und ständig was zu tun hat, so viele gab es ja auch nicht, so viele um 80, ist das schwierig. Und wenn dann irgendwas dran war, dann haben die Händler eben gesagt, dass NSU ja die Garantie gibt.
haben sie auch ganz gesunde Motoren ausgebaut. Das kann man sich auch seinen Ruf kaputt machen, ne? Ja, das war so, aber ich weiß auch nicht, wie man es hätte anders machen können. Denn irgendwann muss man ja mit dem Auto in den Markt gehen und dann zusehen, dass das gut geht. Ne? Vielleicht hätte man Schwerpunkthändler oder irgend solche Sachen machen müssen, dass nicht jeder da hätte irgendwas dran tun können. Aber so war es eben, denn es gab natürlich auch Ausfälle an den Dichtleisten, die aber relativ rasch beseitigt wurden. Ich habe ja selber 280s gehabt. Die habe ich alle beide an gute Freunde verkauft. Die sind damit über 200.000 Kilometer gefahren. Tatsächlich, ohne, mit einem Motor? Mit einem Motor, ohne jedes Problem. Oh. Und so ist es sicherlich eine ganze Menge anderen auch gegangen. Aber die anderen Sachen sprechen sich natürlich besser rum. Ne? Ja, das ist ja tatsächlich. Es gibt ja immer dieses Bild, dass wenn sich NSU-Ro 80-Fahrer grüßen, zeigen sie mit den Fingern, wie viele Motoren sie verschlissen haben. Ja. Und ich meine, diese Dichtleistenproblematik hat man ja irgendwann schnell im Griff gehabt eigentlich. Ne? Mit den Kohleleisten, die da am Anfang waren, glaube ich. Zuerst war es Kohle, aber nachher waren es in Nikasil und noch etwas härteres Material, ich weiß jetzt nicht im Moment aus dem Kopf. Und danach ging das eigentlich. Da waren sie genauso haltbar wie die konventionellen Motoren, denn man darf nicht vergessen, auch die normalen Hubkolbenmotoren haben nicht so furchtbar lange gehalten damals. Ne? Wenn man halt 100.000 Kilometer lang kam, dann war man schon gut. Man vergisst es immer schnell. Ne? Ja, ja. Aber trotzdem hatte der Wankelmotor nicht so richtig eine Zukunft. Würden Sie sagen, das lag an diesem Image jetzt, was da passiert ist oder eher an Verbrauchs- und Abgaswerten? Also sicherlich, die Verbrauchswerte kamen dann später. Das Hauptthema, denke ich, war, man hätte ja komplett neue Fertigungsstraße bauen müssen. Und dazu hat zum Beispiel NSU gar kein Geld gehabt. Haben ja alle versucht und dann haben sie natürlich alle geguckt, wie geht es den anderen. Und nachher kam immer die Kostenfrage dazu, denn eine komplette Motorenstraße zu bauen, noch dazu mit einem völlig neuen Prinzip, ist auch nicht so ganz einfach, dass es hinterher funktioniert. Das war also, denke ich, der wesentliche Punkt. Denn der Verbrauch war ein Thema, aber es war auch nicht so heftig, wenn man Vergleichstests von damals sieht. Dann waren Vergleichsautos wie ein Mercedes oder ein BMW vielleicht ein Liter besser. Was damals ja nicht so eine riesige Rolle gespielt hat, noch dazu, wo der 80 Normalsprit getankt hat und die anderen hatten super. Ja. Nichtsdestotrotz, irgendwann hat Audi NSU gekauft. Ja. Wie es dann immer so ist, sagen die Ingenieure, wir haben selber tolle Autos und richtig. Wir brauchen die NSU-Sachen nicht. Gut, also der federführende Mann war der Ludwig Kraus in Ingolstadt, ehemaliger Mercedes-Mann. Und der hatte ja den Audi 100 praktisch auf dem Reißbrett, beziehungsweise er kam ja nach dem O80, aber war unterm Strich etwa gleich groß, aber billiger. Und sich da irgendein fremdes Ei ins Nest zu holen, das lag ihm natürlich ganz fern. Und er hat das ja auch alles durchgesetzt, was Audi damals gemacht hat. Das war ja eine ganz komische Verbindung. Audi gehörte ja erst Mercedes. Die haben ja diesen Mitteldruckmotor gemacht für den Audi, wie hieß der, Audi 60, glaube ich. Das war ein Mercedes-Motor mit sehr stark verbrauchssenkend. Und als der Kraus dann zu Audi nach Ingolstadt gewechselt ist, hat er den auch erstmal zur Seite getan und einen eigenen Motor gemacht. Und auch den, der war dann hinterher auch im Audi 100. Mensch, also selbst ist der Mann, ne? Ja, genau. Gut, aber Sie haben schon recht. Not invented here, das ist immer das Gleiche. Ja, schon, oder? Ja. Das zieht sich ein bisschen runterfahren, höre ich auch von vielen Gästen. Also das, wenn da irgendwas neu, gibt es erstmal einen harten Cut. Ja, ganz genau. Sie sind dann aber übernommen worden von Audi oder zu Audi gegangen? Gut, also Audi hat dann NSU übernommen und da war ich schon auf dem Wege praktisch nach Ingolstadt, hatte sogar schon ein Zimmer gemietet. Da rief mich dann der Dr. Wenderoth an, ehemaliger NSU-Vorstand, und sagte einmal schnell, ja, nix Audi, kommst nach Wolfsburg. Aber gut, habe ich gesagt, dann komme ich eben nach Wolfsburg. Aber vorher noch bei NSU, das denke ich ist auch ganz interessant, habe ich den gesamten Sicherheitsversuch aufgebaut. NSU wollte ja auch nach Amerika exportieren. Aha. Und dazu mussten eben diese Sicherheitsvorschriften nachgewiesen, die Erfüllung nachgewiesen werden. Mein damaliger Chef hat mich dann mal gerufen, das war 67, sagt,
Aber ich denke, sie können Englisch. Ich wusste nicht, wie er darauf kommt und warum ich Englisch können sollte. Habe das zwar in der Schule gelernt, aber mehr war nicht. Aber gesagt, ja, ja, und dann sagte er, ja, gucken Sie mal, das war so ein Stapel Papier, machen Sie mal. Ja, da standen ja die wildesten Sachen drin, was man alles machen musste. Lenkradaufprall, Lenksäulenverschiebung, Tanksicherheit, Sicherheit beim Reifenplatzer. Wir sind mit dem U80 nach Hockenheim gefahren, haben bei 160 die Reifen zerschossen, um zu sehen, ob das Auto geradeaus fährt. Hat es aber gemacht. So was musste man machen? Ja. Okay, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie dann? Wir hatten was angebraucht, das war so eine Art Messer, das man dann in den Reifen reinschießen konnte. Hat's gemacht und dann war der platt und dann guckte man, was das Auto machte. Also ein gutes Gefühl. Mussten Sie bei 160 den ersten Fahrversuch machen? Ja. Das ist bestimmt angenehm, wenn man den Knopf drückt, oder? Ja, obwohl ich habe mir da nicht allzu viel mal gedacht, weil ich ziemlich sicher war, dass nichts passiert. Ja, okay. Dann waren Sie auch Rennfahrer oder ja. Zumindest haben Sie gedacht, das Know-how. Sitzsicherheit und Sicherheitsgurtbefestigung und so weiter. Dafür müssen wir dort da Prüfstände bauen, damit man das messen konnte. Ne? Mhm. Und das Größte war die Crashanlage, wo man die Autos mit 50 gegen eine Betonwand fahren musste. Und da wusste ich, dass Mercedes eine Heißwasserrakete verwendet hat. Mhm. Das war der Professor Elsholz, der das gemacht hat, der später auch bei BMW war. Und der war dann Professor in Berlin und der hat uns auch sehr gut geholfen, so ein Ding zu bauen. Das gab es ja nicht. Dann haben wir so einen Druckkessel irgendwo hergekriegt mit dem Auslass, wo die Raketendüse hinten dran kam, Heizstäbe drin, ein Gestell gebaut mit Rädern und einer automatisch funktionierenden Bremse. Und dann haben wir den Betonklotz gebaut, unten drunter eine Grube, wo man eine Hochgeschwindigkeitskamera hinstellen konnte und seitlich auch. Und dann haben wir angefangen, die Autos dagegen zu schießen. Ich hätte immer gedacht, dass es solche Crashtestanlagen irgendwo... Später gab es das. Das gab es schon, ne? So überregional. Damals aber nicht. Da musste jeder sein eigenes Ding bauen. Ja, die Amerikaner haben das, glaube ich, mit Zugwagen gemacht, über ein Seil mit einem kräftigen V8 die Autos angezogen. Ja. Hatten wir ja aber nicht und den Platz hatten wir auch nicht. Und so bin ich immer auf diese Heißwasserrakete gekommen. Und dann musste man immer, um ungefähr die Geschwindigkeit zu treffen, musste man Probeschüsse machen, um zu sehen, wie viel Wasser muss rein, wie heiß muss werden. Und dann haben wir das eben ausprobiert und das funktionierte dann sehr schön. Und der U80 hat auch die ganzen Crashtests bestanden auf Anhieb, oder? Problemlos, ja. Völlig problemlos. Okay. Da ist auch den 1200er NSU haben wir auch geschossen und da musste geändert werden. Die hatten ja, da war ja der Tank Einfuhrschützen vorne über den Scheinwerfern. Und das musste das ganze Vorderwagen umkonstruiert werden mit dem Tankeinfuhrschützen kurz vor der A-Säule. Und damit ging es dann. Okay. Das hat ja VW übrigens auch gemacht. Nach den Crashtests ging ja der Tankeinfuhrschützen auch ungefähr vor der A-Säule ins Auto. Die mussten auch ihren ganzen Vorderwagen alles nach hinten umkrempeln. Für die Amerikaner. Hat sich das für NSU gut gelohnt? Hat sich nicht, sonst wären sie nicht übernommen worden. Aber haben die viele Autos nach Amerika verkauft? Nee, viele nicht, aber es sind welche verkauft worden. Das ist schon ganz schön Aufwand, ne? Ja, genau. Ein paar Autos. Ja, eine Geschichte muss ich auch noch erzählen mit der Rakete. Wir sind in der umgekehrten Richtung gefahren, um festzustellen, wie sie beschleunigt. Und an einem Tag hat ein Mechaniker vergessen, die Bremse zu aktivieren. Und dann schossen wir also die Rakete los, war es gleich zu Ende und dann ging die richtig hoch wie eine Rakete. So, tatsächlich. Und ringsum standen lauter fertige, auslieferungsfähige Autos. Wo ist die Rakete gelandet? Die ist genau an der Stelle gelandet, wo keine Autos standen. Tatsächlich. Und die war sogar noch heil danach. Also beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist das ja, Ding heil geblieben, genau. Sozusagen. Okay. Wie man das alles von Null weg konstruiert. Ja, denn es gab nichts. Ich musste mir das alles ausdenken. Konnte ja schlecht zu Mercedes gehen und sagen, zeig mal, was ihr da macht, ne? Da hätte ich jetzt gedacht, dass man das kameradschaftlich was macht. Weiß nicht, haben wir also nicht aber gedacht. Dann natürlich auch extrem oder Konkurrenz mit dem Wankelmotor. Mercedes hat ja damals auch intensiv daran gearbeitet. Ja, ne? So, richtig. Wäre wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen. Ja, und dann kam VW. Das war eine interessante Geschichte, die mir der Dr. Wenroter angetragen hatte. Mit 4 Leuten waren wir eine Stabsstelle direkt beim technischen Vorstand, dem Professor Holste. Mhm.
Und wir vier sollten sämtliche Neuentwicklungen im gesamten Konzern, also auch bei Audi und bei VW, Porsche auch, beurteilen und einen Aufriss machen, was das Auto kann, was es nicht kann. Ah, okay. Das war also eine sehr verantwortungsvolle Geschichte, aber eben auch natürlich sehr interessant. Wir haben also Audis getestet, wir haben VWs getestet und immer berichtet, was eben wie funktioniert und nicht funktioniert hat. Und dazu gehört auch der EA266, das war der Mittelmotor. Porsche hatte ja den Auftrag, einen Käfer-Nachfolger zu entwickeln. Der hieß also EA-Entwicklungsauftrag 266 und das war ein echtes Pirch-Auto. War ein wildes Gerät, 1600er, 100 PS mit dem Motor unter der Rücksitzbank. Und da war natürlich dann nicht mehr viel Platz für eine brauchbare Hinterachse. Und die Hinterachse, das war eine Schräglenkerachse, die war aber direkt an die Karosserie, die Lenker an die Karosserie geschraubt. Und jetzt lenkte die Hinterachse bei Seitenkraft, lenkt die richtig in die falsche Richtung. Das heißt, man konnte mit dem Auto sehr schnell fahren und durfte nie in der Kurve Gas wegnehmen. Wenn man Gas wegnahm, dann drehte sich das Auto auf der Stelle. Und kann ich mich noch gut entsinnen, als eines Tages die ganze Porsche-Mannschaft mit Bott und mit Pirch und ich glaube Fuhrmann war auch noch dabei, zu VW kam und der Professor Holste plötzlich am Telefon sah, sagt, Hammerschläger, kommen Sie mal rüber. Porsche ist da, erzählen Sie mal was von dem Auto. Naja, bin ich da also hingetackelt und habe das berichtet, was ich festgestellt hatte. Eben gerade Auslauf war relativ schlecht und das Lastwechselverhalten war unakzeptabel. Mhm. Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass das Auto abgeschossen wurde. Das wäre mit Sicherheit der Ruin von VW gewesen. Glauben Sie tatsächlich? Ganz sicher. Ja, weil ganz sicher. Zu skandalös gewesen wäre. Ne? Ja, außerdem war viel zu teuer. Hm. Kommt noch dazu. Ne? Hm. Und auch sehr unpraktisch, kam mir in Sinn, um den Ölstand zu messen, gab es da einen Ölmessstab, der war so lang. Muss man da hinten unten durch den Kofferraum in den Motor reinschieben, um festzustellen, was man für ein Öl hatte. Wenn man Kerzen wechseln wollte, muss man den Motor absenken. Ja, also solche Geschichten. Also es ging eigentlich überhaupt nicht. Und habe mir die eben so angeguckt. Ich sah, wie Piers Gesicht immer finsterer wurde. Aber was sollen sie machen? Sie haben sich getrollt. Und das war dann die Geschichte von dem EA266. Man hätte ihn möglicherweise mit einigen Änderungen an der Achskinematik noch hinkriegen können. Ich habe also für den 914, der hatte ja eine ähnliche Geschichte, habe ich noch eine Vorderachse konstruiert und auch gebaut, die das kompensiert hat weitestgehend. Habe ich sogar ein Patent drauf und kam dann aber nicht mehr, weil das Auto langsam dann auslief. Also man hätte noch was tun können, aber die Zeit war so knapp, dass auch die Zeit praktisch nicht mehr da war und nicht gegeben war. Und dann haben sie eben die Eigenentwicklung genommen, wissen auch die wenigsten Leute. Während der Zeit lief ja schon eine Eigenentwicklung bei VW, mit ein paar progressiven Entwicklern, die drei Kategorien umfasste. Einmal so ungefähr die Polo-Größe, dann die Golf-Größe und die Passat-Größe. Alle mit Quermotor und Frontantrieb. Und als es immer enger wurde mit dem Geld, kam dann der Leiding und der hat dann eben kurz verfügt, der Audi 50 wurde der VW Polo, der Audi 80 wurde zum Passat. Und damit hat man schon mal zwei Autos, die quasi fertig entwickelt waren und da musste noch der Golf dazwischen geschoben werden. Der kam dann, glaube 73 oder sowas. Und so ist quasi VW vor der Pleite gerettet worden. Der Golf war der letzte Schuss eigentlich, ne? Ja. Also der Käfer war veraltet. Richtig. Ohne Ende. Und nur die beiden, nur der Polo und der Passat, hätten es vielleicht alleine nicht geschafft. Aber es wäre ja kein Nachfolger für den Käfer gewesen. Das ist richtig. Der eine war zu klein, der andere war zu groß. Ja. Und das war tatsächlich dann der Glücksgriff, aber es zeigt auch, dass die VW-Leute nicht alle völlig so engstirnig waren, sondern es welche gab, die normal und richtig gedacht haben. Aber es gab auch andere, die das tatsächlich so gesehen haben. Ich habe ja den K70 auch mit rübergebracht zu VW. Mhm. Und da hat mir doch ein Bereichsleiter aus der Entwicklung gesagt, vergessen Sie das. Wasserkühlung und Frontantrieb, das funktioniert nicht. Das kann nicht gehen.
Hat sie auch kaum durchgesetzt bis jetzt. Eben, ganz genau. Aber das zeigt nur, was da für Leute auch zugange waren. Ne? Und bei dem K70, da sind sie mal irgendein, in Anführungszeichen, Rennen gefahren, oder? Oder mussten das Auto für einen... Nee, das war eine ganz lustige Geschichte. VW wollte den dann motorsportlich promoten, obwohl der K70 ja nun ein denkbar ungeeignetes Auto im Grunde genau. für Motorsport war. Und da sind sie auf Folgendes gekommen. Da gab es eine Sonderwertung bei der Rallye Monte Carlo für alte Campen, die schon mal mitgefahren sind und sie auch klassifiziert hatten. Mhm. Und von denen haben sie 6 Mann angeheuert. Das war Peter Max Müller, Huschke von Hanstein, Greger, Fürst von Hohenlohe, de Graffenried. Mhm. Jedenfalls Leute, die alle schon mal an der Monte Carlo teilgenommen hatten. Und sie ist ja im Januar. Irgendwann im Dezember, ich glaube, es war sogar mehr Ende Dezember als Anfang, rief VW an. Mein Chef sagte, können wir das nicht machen? Dann haben die gesagt, ja klar, können wir das machen. Und schon hatte ich das am Bein. Und dann kamen die Autos und die waren also so miserabel zusammengeschraubt. Wir mussten quasi alles auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, damit es richtig funktionierte. Hat dann auch funktioniert und die waren auch noch rechtzeitig fertig zum Start. Und dann sind die 6 Mann losgefahren und ich hinterher mit dem anderen K70, um zu sehen, ob was zu richten wäre. Das war eine, die mit den langen Anfahrten, ich glaube, die sind in Warschau gestartet oder so. Mhm. Und dann kreuz und quer durch Europa bis nach Monte Carlo. Und es ist aber nichts, aber wirklich gar nichts schiefgegangen. Eine Rücklichtbirne muss man auswechseln. Sonst alles gehalten? Alles gehalten, alles super. Die haben als einziges Team in der Sonderklasse zu dritt das Ziel erreicht. Einer sogar mit 0 Strafpunkten, die anderen mit ganz wenigen. Mhm. Und sind dann auch sehr geehrt worden dafür. Und ob es jetzt im Verkauf vom K70 geholfen hat, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Das hat sich nie hervorgetan als tolle Rallye-Basis. Ja, genau. Aber es hat funktioniert. Und da denke ich, das sind eben Sachen, die man, wenn man es entsprechend gelernt hat oder auch will, dass es denn hinterher funktioniert. Und ich muss im Rückblick sagen, sämtliche Autos, die ich gemacht habe, haben auf Anhieb funktioniert. Hm. Musste praktisch nichts Wesentliches geändert werden. Manchmal geht es also ein ganzes Jahr lang nur Entwicklungsschritte. Ne? Hm. Es hat alles funktioniert und das hat bei dem K70 sich auch durchaus bewährt. Ja, das stimmt. Sie haben eben gesagt, dass Sie bei VW in dieser Fahrzeugbewertung waren, ja, und die Autos einordnen mussten. Wurde da auch schon also festgelegt, welche Marke von VW, also na gut, Porsche sowieso, aber Audi, VW, wer da welche Marke wie zu funktionieren hat und was können muss? Glaube ich nicht, die wussten das ja selber nicht. Sie haben einfach konstruiert, ne? Weil heute wird ja relativ klar positioniert. Also Skoda ist so angelegt, Seat so, Audi, ja, VW. Nein. Ganz ehrlich nicht. Ludwig Krauss wusste natürlich, was er wollte. Mhm. Die waren sogar sehr gegen diese Übernahme und beziehungsweise schon mal die Zusammenarbeit. Ich habe es noch erlebt, dass auf dem Messgelände in Wolfsburg alle Autos zu Feierabend sicher weggeschlossen wurden, dass da kein VW-Mann dran konnte. Dass man nichts abgucken konnte. Ja. Oder, echt? Ja, es war so. Immer noch so der Konkurrenzgedanke. Das ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Ist also ja auch ganz gesund, ne? Ja, natürlich. Schadet das nichts. Aber es war eben nicht so, dass da halt Friede, Freude, Sonnenschein war, sondern ja, die waren im Grunde genommen schon sauer, dass VW da überhaupt meinte, Ansprüche erheben zu können. Und der Leiding hat das mit brachialer Gewalt durchgesetzt. Ne? Und Sie saßen immer zwischen den Stühlen. Mensch, das tut mir fast leid, wenn man das so hört, wenn Sie dann da stehen und den Porsche-Leute sagen müssen, was dann im Entwicklungsauftrag schlecht war. Ne? Ja. Also das, haben Sie den Ferdinand Piëch später nochmal getroffen? War der nachtragend? Oder? Ich habe ja gedacht, dass er nachtragend ist, aber Piëch hat mich bei Audi selbst wieder eingestellt. Okay, das ehrt ihn. Ja. Wie war die Zusammenarbeit nachher mit ihm? Schwierig. Ja. Aber kann ich gleich eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber jetzt waren wir ja noch bei VW, bei dem K70. Bei den anderen Autos. Und dann kam ja erst Ford dazwischen. Genau. Und das war also nach einem guten Jahr, dass ich bei VW war. Hätte mich auch nicht wahnsinnig gereizt, denn kurz drauf ist der gesamte Vorstand ja ausgewechselt worden. Mhm. Wer
meine Abteilung, denke ich, auch gestrichen worden. Und was dann gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber da kam eben vorher der Anruf von Mark Hanefuß. Und er sagte, hast du nicht Lust, nach Köln zu kommen, die Rentenabschluss machen? Klang ja nicht schlecht. Mark Hanefuß hatte das große Problem, dass Jochen Nerpasch ist ja zu BMW gegangen. Mit dem Martin Braungart. Das war das Problem. Ne? Martin Braungart war der technische Leiter. Mark Hanefuß war dann für den Sport zuständig bei Ford. Man kann es im Podcast hören. So, und dann brauchte er einen technischen Leiter. Und das hat er mir ja auch erzählt, dass er da echt Schwierigkeiten hatte, jemanden zu finden, der dafür geeignet war. Ja. Und das ist auf Sie gekommen. Woher kannten Sie sich? Wir kannten uns aus der Rennerei. Okay. Wir hatten sogar in Hockenheim einen Zusammenstoß, als die Klasse bis 1600 und die bis 1150 im gleichen Rennen gestartet wurden, aber nicht getrennt, sondern nach Trainingszeiten. Mhm. Also standen natürlich die 1600er vorne, aber ich stand auch nicht allzu weit hinten. Und in der ersten Waldschikane ist der Escort von Hanefuß dann quergestellt. Das konnte ich halt in dem Getümmel nicht sehen vor mir. Und als ich sehen konnte, war es zu spät, habe ich ihn gerammt, mein Auto war vorne krumm, saß er zwar hinten krumm. Aber vielleicht, ohne Unfall hätten Sie vielleicht gar nicht so getroffen. Ne? Na gut, wir kannten uns zwar schon, aber vielleicht hätte es nicht so funktioniert. Aber der Unfall kann durchaus der Anlass gewesen sein, dass er mich da angerufen hat, hat gesagt, hast du nicht Lust. Ja, so, und dann war es fort. Was, war das reizvoll für Sie? Also Motorsport sowieso, haben Sie da immer so hingeschielt? Motorsportentwicklung? Ja, das war ja praktisch ausschließlich Motorsport. Eben. Bei VW gab es das überhaupt nicht. Da gab es ja keinen Motorsport. Nee, genau. Also war das sowas, wo Sie gesagt haben, eigentlich würde ich lieber Motorsport machen als Serienentwicklung? Das kam dann erst hinterher. Aber Motorsport hat mich immer gereizt und das Angebot hätte ich nie ausschlagen können. Ne? Hm. Denn alleine irgendwas als Chef zu machen, was denn hinterher hoffentlich auch gut wird, das kriegt man nicht so oft geboten. Der Gabri, das war der RS, und der war ja ein super Rennauto. Ja. Die haben 72 fast alles gewonnen. Ne? Genau, ja. Und dann kam ich dahin und das war 72 und wusste natürlich, dass der Nerpasch und der Braungart in München jetzt richtig aufrüsten. Und mit ihrem CSL, ne? Und da musste ich eben gucken, aus dem Gabri das Bestmögliche zu machen. Das ging ja auch ganz gut. Ich habe viel an dem Auto geändert. Wir waren nachher mit dem gleichen Motor quasi, haben übrigens 2 Sekunden schneller als der Vorgänger, der 72er. Aber Sie haben natürlich auch extrem viel aus dem Motor rausgepresst. Die sind bei Westlake gebaut worden, ne? Ja, richtig. Aber das Problem war natürlich einmal, Westlake war so eine richtige englische Firma. Unaufgeräumt und viele gute Ideen, aber selten was Dauertaugliches. Und wir haben denen natürlich auch ordentlich Druck gemacht und gesagt, ihr müsst da mehr Leistung rausbringen. Die BMWs kommen, haben sie auch gemacht. Aber das ging natürlich noch mehr auf die Zuverlässigkeit. Wir sind im 73 sehr häufig mit Motorschäden ausgefallen. Mhm. Und wenn die Motoren gehalten haben, waren wir mit BMW gleichwertig, bis die dann den CSL mit dem Flügel gebracht haben. Mhm. Also an dem 73er Capri habe ich erstmal die gesamte Steifigkeit der Karosserie wesentlich verändert mit einem eigenen Rahmen, der nicht wie früher nur ein Bügel war und ein bisschen abgestrebt, sondern der ging von den hinteren Federbeinaufnahmen bis zu den vorderen Federbeinaufnahmen. Das war im Grunde genommen ein Gitterrohrrahmen. Mhm. Da hatte ich noch richtig Ärger mit der ONS. Die wollten das nicht. Das war in ihren Richtlinien nicht vorgesehen. Da hatten sie den Bügel und wie man den abstützen sollte. Ich habe es ganz anders gemacht. Bloß ich habe es dann mit ihrem eigenen Reglement eines Besseren belehrt, denn da stand drin, dass Firmen, die einen eigenen Käfig machen, dass sie das machen können. Er muss nur den Vorgaben, den Festigkeitsvorgaben entsprechen. Mhm. Und das tat er mehrfach. Und insofern konnten sie nichts dagegen machen. Dann kam noch eins dazu. Kann dir hier erzählen, da stand in den Vorgaben auch drin, dass der Überrollkäfig mit der Karosserie verschraubt werden musste. Und das hätte natürlich einen wesentlichen Steifigkeitsanteil weggenommen. Ja. Also habe ich ihn verschweißt und wir hatten so Schweißspezialisten, ehrlich gesagt, wo sie überall Schraubenköpfe hinmachen mussten. Abgesägte Schraubenköpfe, das aussieht wie reingeschraubt. Richtig, ja, genau, das aussah wie reingeschraubt. Ja.
festgeschraubt. Hat auch nie einer gemerkt. Tatsächlich? Der Käfig hat wirklich hervorragend funktioniert. Zwei schwere Unfälle hatten wir. Einen mit dem Terry Bill auf dem Salzburgring. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Start und Ziel runter zur Nürkschanke her. Das Reifen geplatzt und er hat sich x-mal gerollt und überschlagen. Hat sich nichts getan. Als er ausgestiegen ist, hat er sich beklagt, dass er seine Armatur verloren hat. Okay, das geht. Und der Dieter Glemser am Nürburgring beim 6-Stunden-Rennen, der hatte einen heftigeren Unfall. Auch hinter Kallenhardt Richtung Wehrseifen hat die Lenkung versagt. Da gibt es auch Bilder von dem gecrashten und von dem noch rollenden Gabri. Und da hat der Käfig also wirklich den Fahrersitz hervorragend gehalten. Der Dieter hat nur ein paar Rippen gebrochen durch die Gurte und Gehirnerschütterung gehabt und Prellung. Und das waren, also ich denke, das waren beide Unfälle deutlich über 200. Ne? Stellen Sie sich das mal vor, nur mit dem Bügel, der verschraubt ist. Ja, ja, richtig. Schön, nee, da bin ich also sehr, sehr froh drüber. Ich kann mich also nicht entsinnen, dass ich irgendwas gehört habe, dass in einem meiner Rennautos je irgendjemand tödlich verunglückt wäre. Das ist ja auch schon mal eine gute Auszeichnung. Ist vor allem zu der Zeit, zu der Sie Ihre Autos gebaut haben. Ja, richtig. Nicht heutzutage, sondern in den 70ern. Ja. Die Capri RS, die hatten ja immer so diese Eigenart, das sieht man immer in scharf gefahrenen Kurven, dass sie vorne mein Bein angehoben haben. Ne? Richtig. Da gibt es auch eine ganz normale Erklärung dafür. Die Karosserie, die Originalkarosserie, durfte ja nur um 5 cm pro Seite verbreitert werden. Mhm. Um jetzt aber für die Leistung, die wir da fuhren, breitere Reifen unterzubringen, musste man die Federbeine immer weiter nach innen rücken. Mhm. Und damit war die Abstützbasis geschwächt. Ja, je weiter draußen, desto besser ist es. Und je schmaler, desto schlechter. Aber das Problem war, man konnte die Federn nicht einfach härter machen, denn dann fing die Hinterachse an zu springen und zu trampeln. Okay. Also war das immer ein, quasi das ist eine Gratwanderung. Ne? Eine Gratwanderung, wie es am besten und am schnellsten ging. Und daraus ist eben das Anheben der Vorderachse zurückzuführen. Okay. Sind Sie eigentlich Ihre Rennwagen, ich meine, sind Sie, haben wir ja schon gesagt, auch selber ein guter Rennfahrer gewesen, sind Sie die immer selber auch Probe gefahren und haben das alles getestet? Also der Capri war der letzte. In Togo habe ich dann nicht mehr gefahren. Aber nicht, weil ich keine Lust gehabt hätte, sondern es ging zeitlich so knapp aus, dass es so ein bisschen rumfahren gar nicht drin gewesen wäre. Hm. Wir waren so unter Zeitdruck, dass es funktionieren musste. Und ich habe in der ganzen Rennerei auch gelernt, beim Zugucken zu sehen, was ein Auto tut. Wenn ich mich zum Beispiel in Nürburgring irgendwo hingestellt habe, konnte ich genau sagen, was das Auto jetzt macht und was man ändern müsste. Mhm. Das habe ich beim Zusehen festgestellt. Sie hatten ja auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Ne? So die Messwerte wie heute, das gibt es ja gar nicht. Gibt es überhaupt nicht. Und gut, man musste sich natürlich auch auf die Fahrer verlassen, aber auch da gab es bessere, schlechtere. Ne? Mhm. Und wenn sie selber anfingen zu entwickeln, war das auch nicht unbedingt das, was man brauchen konnte. Es ging dann immer über die Rundenzeiten. Ne? Ja, klar. Auf welches Urteil konnten Sie sich besonders gut verlassen? Gab es da welche? Da gab es welche, ja. Also zum Beispiel Jackie Stewart, der fuhr ja gelegentlich für uns. Mhm. Der war wirklich hervorragend, obwohl er das Auto nur wenig kannte. Der Dieter Glemser war gut. Der Jochen hat vieles mit Kraft ausgeglichen. Jochen Maas. Ja. Und der Niki war auch gut, obwohl er schon heftiger anfing, selbst auch zu konstruieren, was dann aber nicht immer gut gegangen ist. Wen hat man denn noch? Sehr gut war der Terry Bill. Ist also dummerweise früh verunglückt ist er gar nicht so recht bekannt in Deutschland gewesen. Nee. Und das waren im Grunde genommen die Dinge, die ich hatte, um das Auto zu verbessern. Ich glaube, eins der größten Komplimente haben Sie mal von Derek Bell bekommen, aber das war jetzt beim Turbo Capri. Das war beim Turbo Capri. Kommen wir gleich dazu. Aber ein anderes habe ich auch vom Jackie Stewart gekriegt. Der hat gesagt, der Capri ist das einzige Auto, in dem er sich sicher fühlt. Also nicht nur vom Fahren her, sondern auch mit dem Käfig-Thema. Ja, ne? Ja. Das glaube ich. Und er war ja fast so schnell wie der Jochen Maas und der Glemser in dem Capri. Obwohl er da war wirklich nur relativ wenige Runden gefahren hat. Gut, wenn man sein Urvertrauen zum Auto hat, dann fällt es einem leichter, stehen zu lassen wahrscheinlich. Mhm. So, und irgendwann hat Ford gesagt, Capri ist gut und schön, aber wir haben doch ein anderes tolles Auto, was wir jetzt auch promoten müssen. Und das war der Escort.
Ja, dazwischen war aber noch der 74er Capri mit dem Cosworth-Motor. Ah ja, genau. Sie haben das von dem Westlake-Motor, der unzuverlässige Motor, sind Sie von abgegangen? Ja, gut, da ging auch nicht mehr. Hm. Und wir mussten, um eben hubraummäßig an BMW dran zu bleiben, mussten wir ein neues Auto umblockieren. Hm. Es gab ja in England den 3-Liter Capri. Hm. Und da mussten wir eine komplette Serie Capri RS 3100 bauen. Da sind die Motorblöcke ein bisschen aufgebohrt worden, dass sie über 3 Liter kamen, 3,02 Liter oder sowas. Und damit hat man die Möglichkeit, auf 3,5 Liter den Motor zu vergrößern. Und damit waren wir wieder bei dem Hubraum von BMW. Und den Cosworth-Motor hat Cosworth eben sehr gut gemacht. Das war die andere Firma, die völlig untypisch englisch gearbeitet hat im Vergleich zu Westlake. Okay. Es war alles sauber, es war alles geregelt, es war klar, was sie taten und was sie machen mussten. Wir haben eine ganze Menge Dinge aus dem Formel-1-Motor in dem Motor verwendet. Zum Beispiel die gesamte Trockensumsführung war quasi original aus dem Formel-1-Motor. Und eben dann die entsprechenden Zylinderköpfe gemacht und das ging. Man musste bloß die entsprechenden Motorblöcke finden, die das Aufbohren vertrugen. Die hatten also so viel Streuung, wenn man die auf 3,4 Liter aufbohrte, dass man im Wasser war. Okay. Und das merkte man aber erst ganz zum Schluss, wenn fast alles fertig war. Und das hat viel Schrott gegeben. Aber immerhin, wir hatten dann die Motoren und die hatten auch eine sehr gute Leistung. Und das ging alles prima. Aber dann kam eine zweite Geschichte, die erzähle ich auch immer gerne. Das war ja ein neues Auto, musste neu homologiert werden. Mhm. Und als das soweit war, wussten wir ja, dass BMW den Flügel hatte. Ich wollte also unbedingt auch einen haben. Aber der Vorstand in England hat sich vehement dagegen gewandt. Ein Capri hat keinen Flügel. Also gab es nur den Bürzel. Klar, ja. Und der hatte natürlich wesentlich weniger Wirkung als ein gut gemachter Flügel. Hm. Zum Spaß habe ich dann auf den Capri mal einen Flügel draufgebaut. Sind wir zum Nürburgring und sind ohne jede Testfahrten irgendwas mit dem Flügel genauso schnell gefahren wie der BMW. Hat das der Vorstand nicht gemerkt? Hinterher vielleicht schon, aber zu dem Zeitpunkt, die wollten nicht. Und dem ist man dann natürlich auch ausgesetzt. Hinterher, wenn es nicht funktioniert, ist natürlich keiner gewesen. Ne? Aber das ist lustig, was Sie sagen, weil das hat Mike Hanefuß auch gesagt, dass die Vorstände eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Motorsport hatten. Mhm. Oder gefühlt immer die ganze Zeit nur Steine in den Weg geworfen haben. Ne? Ja. Nichts ausgeschlachtet nachher marketingmäßig und vorher haben sie eben auch Entscheidungen gefällt, die nicht gerade so motorsportförderlich waren. Richtig. Umso beeindruckender ist das eigentlich, was sie für Autos auf die Räder gestellt haben, ne? Ja. Der Vorstand, der immer so gegen ist. Ja, gut, vorbei. Zu dem kommen wir ja gleich noch. Ja. Da waren eben die Regeln so, dass das ging, aber zunächst mal lief dann ja mit dem 74er Capri die Werksbeteiligung aus und das wurde der Aufbau und Einsatz und so weiter zu Zackspeed transferiert. Hm. Und da kam ihm wieder der Vorstand mit dem Escort. Der Escort musste promoted werden. Ich habe von Anfang an gesagt, das wird nichts. Das kann nicht gehen. Und Zack hat gemacht und getan, aber es ging nicht. Solange die BMWs noch keinen Turbo hatten, ging das noch. Wobei die immer mehr Leistung hatten als der Escort-Motor. Aber als dann die Turbos kamen, mit wesentlich mehr Leistung, da gab es eben kein Halten mehr. Und schließlich und endlich, denke, das war wohl dann der Auslöser, wie das Junior-Team von BMW den Eier in Nürnberg da so richtig gerupft hat, von vorne, von hinten, von allen Seiten ins Auto gefahren ist, bis überhaupt nichts mehr ging. Und dann kam eben die Änderung in der DRM, in der Rundstreckenmeisterschaft, von der Gruppe 2 zur Gruppe 5. Und bei der Geschichte ist mir dann gelungen, den Capri durchzusetzen. Weil sie vielleicht auch eher eingesehen haben, dass es das Einzige ist, was gehen könnte. Und dann hat sich der Zack, der hatte ja mit dem Escort schon mit dem 1,4 Liter Turbo durchaus Erfahrung gesammelt. Mhm. Der ging auch recht gut und dann haben wir uns also einen Capri gemacht. Und in der Gruppe 5 gab es ja eine ganze Menge Regeldinge, die uns da sehr zugute gekommen sind. Anderen sicherlich auch, aber ich denke, wir konnten das am besten ausnutzen. Zum Beispiel die Tatsache, dass man den kompletten Unterboden weglassen konnte und die Karosserie nur bis zur Türunterkante als Karosserie galt. Das hat zunächst dazu geführt, dass wir einen völlig flachen Unterboden hatten. Und es hat dazu geführt, dass man das Auto deutlich runtersetzen konnte. Mhm.
Das ging also so, dass man beim Zarkowski eine Gabrik-Rosse genommen hat und die Schweller weggeschnitten hat, die auf die Richtplatte gesetzt hat. Und damit wurde dann der Käfig angepasst. Der hat also die Höhe des Autos und damit den gesamten Aufbau festgelegt. Die Käfigkonstruktion war praktisch die gleiche wie vom Gabriel S. Also auch ein Rohrrahmen, der alles aufgenommen hat. Und man musste die Motorhaube, die Dachform, das Heck musste man beibehalten. Die Türen musste man beibehalten. Konnte es aber in Kunststoff machen. Hm. Und die Kotflügelverbreiterung und Frontspoiler und der Flügel waren frei. Wobei bei dem Flügel die alte Regel galt, er durfte von vorne nicht sichtbar sein. Genau, wenn man vorne aufs Auto geguckt hat, durfte man den Flügel nicht sehen. Ja. So ist ja auch der erste Capri mit dem 1,4 Liter vorgestellt worden in Hockenheim. Hm. Gab es ja einen riesen Bohai. Das war wirklich ein Auto wie aus einer anderen Welt. Ne? Wenn man die anderen Autos sah, so ein bisschen eckig und Kotflügelverbreiterung da dran gebastelt. Und er war ja auch von Anfang an richtig schnell. Ne? Das war ja im Rahmen eines Formel-1-Rennens 1977 am Hockenheimring, glaube ich, richtig, oder? Richtig, richtig. Und das war gleich eine Zeit, die da in Asphalt gebrannt wurde. Ja. Da wussten alle Bescheid, jetzt wird's ernst. Ja, genau. Genau. Und gut, das erste Rennen hat er nicht überstanden, das dritte Rennen hat er dann auch schon gleich gewonnen. Das war im Nürburgring. So. Und der war also kaum zu schlagen. Er ist einmal, meine ich, gegen die Porsches gefahren und ist er Dritter geworden. Und die Porsches hatten aber eine Ecke mehr Leistung. Ja, ja, viel. Sehr viel Leistung. Ich habe das mal ausgerechnet. Es war so, dass die Porsches noch richtig viel Leistung hatten. Waren zwar auch etwas schwerer, auch das Drehmoment war wesentlich höher. Das Einzige, wo der Capri besser war, dass er etwas leichter war. Hm. Aber der Rest, was Leistung anging, waren die Porsches im Grunde genommen so überlegen, dass es nicht hätte gehen können. Aber wir haben uns dann gesagt, probieren wir es doch mal. Und zack, hat den Motor dann auf 1,7 Liter vergrößert. Mehr ging aus dem Block so nicht raus. Und damit waren wir dann in der Klasse über 3 Liter und konnten gegen die Porsches fahren. So, die Porsche hatten so Richtung 850 PS, glaube ich. Ja, und sie hatten 600. Etwas über 600. Und das machte also einen ganz guten Eindruck. Aber ich habe dann weiter darüber nachgedacht, was könnte man noch an dem Auto, was Aerodynamik angeht, tun. Und dann bin ich auf die Flügelverbreiterung gekommen. Haben Sie hier gelesen? Ja, ja, den kenne ich. Aber das kennen vielleicht einige Hörer nicht. Und das ist eigentlich auch im Nachhinein betrachtet fast skandalös, ne? Wie das ist, beurteilt wurde. Wie es dann gegangen ist. Ja, ja. Aber das Allertollste ist dabei, die FIA hat ja auch Herstellersitzungen, wenn es um irgendwelche Reglements ging. Mhm. Und da waren der Braungart, Singer und ich mal in Paris zusammen. Da ging es um die Gruppe 5. Und da ging es um die Freiheit der Kotflügelverbreiterung. Mhm. Da haben wir den FISA-Leuten noch gesagt, mach das nicht. Das kann man ganz bestimmt eine ganze Menge Sachen machen, die ihr so vielleicht gar nicht möchtet. Haben die ja völlig ignoriert. Wie das Reglement rauskam, stand drin, Form der Kotflügelverbreiterung ist frei. Ja. Daraufhin habe ich eben Folgendes gemacht. Habe die Kotflügel nach hinten gezogen. So über die gesamte Breite nach oben gezogen und an diesem hochgezogenen Teil den rechten und den linken Teil des Flügels angebracht, sodass er dann 2 Meter breit war wie das Auto. Genau, also die Flügelform haben sie im Kotflügel aufgenommen. Richtig. Und wenn man die Heckklappe aufgemacht hat, dann sind die Flügelenden quasi stehen geblieben auf dem Kotflügel und in der Mitte der Spoiler ist hochgegangen. Genau, genau so war's. Ja. Ja, als wir damit kamen, gab es natürlich erst recht einen großen Aufschrei. Aber alle Wettbewerber, also die damals mit mir dabei waren, haben gesagt, das ist richtig, was er gemacht hat, das ist in Ordnung, das ist vom Reglement gedeckt. Mhm. Porsche hat es übrigens früher schon benutzt, hatte damit den Flachschnauzer kreiert. Mhm. Die hatten ja sonst die weitgehend aufrecht stehenden Scheinwerfer. Und später kamen die alle mit so einer flachen Schnauze. Das war die Geschichte mit den freien Kotflügelverbreiterungen. Ja, okay, ja, genau. Das ist aber nicht so aufgefallen. Ne? Ja. Naja, und dann kam dann eben der technische Abnahmechef und sagte, Herr Boschleger, Sie haben ja recht, aber wir wollen das nicht und deswegen verbieten wir es. Schön, ja. Ja. Das ist gut. Aber es war erst im Rennen Nummer 4, ne? Ja, zunächst mal, als wir uns rausnehmen wollten, haben wir Berufung eingelegt. Mhm.
die musste ja erstmal laufen und so lange sind wir natürlich gefahren. Und haben alles deswegen gewonnen. Deswegen war das vierte Rennen. Ja, und die ersten drei haben sie gewonnen. Ja. Beziehungsweise Klaus Ludwig war der Fahrer. Klaus Ludwig, ja. Ja. Durch das Streichen dieser Resultate ist es ein Meistertitel in dem Jahr los gewesen. Ja, aber das ist nämlich das Verrückte. Die ersten drei Rennen sind einfach mit null gewertet worden, ja. Als wäre er gar nicht angetreten. Ja. Und die hat er aber gewonnen. Also da hätte man ja sagen können, okay, das war noch eine Lücke im Reglement, die haben wir jetzt geschlossen, ab Rennen Nummer 4. Nicht mehr. Muss er anders fahren, genau. Aber so wäre es richtig gewesen. Es ist alles gestrichen worden. Ja. Und er hätte ja wahrscheinlich auch mit dem schmalen Flügel vorher noch Punkte gemacht. Also, auf jeden Fall. So, genau. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber so kann ich nur sagen, so habe ich die FIA häufiger erlebt. Kennen und lieben gelernt. Ja, genau. Genau. Ich war da auch etwas gefürchtet mit meinen Ideen, mit denen ich durchgekommen bin. Ne? Gibt es da noch ein Beispiel, was Sie da durchgebracht haben? Außer die angeschweißten Schraubenköpfe, das war die Rache dafür. Das war die Rache, das war ja vorher schon. Wenn ich mit irgendwem kam, ich wollte zum Beispiel an der Escort-Hinterachse mit einem Pannenstab versehen, was nach dem Reglement meines Erachtens gültig war. Wollten sie aber auch nicht, da haben sie gleich gesagt, machen wir nicht. Wird nicht akzeptiert. Aber trotz allem war das Auto ein Riesenwurf. Macht übrigens immer noch Riesenspaß, dem zuzusehen. Ja, und zu fahren hoffentlich auch. Der Peter Mücke hat mir gesagt, er dankt mir, dass ich ihm so ein schönes Auto gebaut hätte. Ja, der setzt es aktuell noch ein, ne? Ja. Im historischen Motorsport. Richtig. Ja, ja gut, aber das Beste kam ja dann noch mit dem Unterboden. Da habe ich den Colin Chapman ein bisschen wahrgenommen, was er gemacht hat mit seinem Formel 1. Das war ja kurz vorher, hatte er ja auch so ein Wing-Car, also so einen Unterboden mit Diffusor gemacht. Ich glaube, das war in dem schwarzen Formel 1. Hm. Und da habe ich gedacht, das müsste doch bei dem Auto auch gehen. Also Sie haben quasi diese Ground-Effekt-Autos vorweggenommen. Richtig. Erklären Sie, was Sie gemacht haben. Sie haben nicht den Unterboden nicht nur glatt gemacht, sondern... Sondern von hier an, von der Spitzwand bis dahin, kontinuierlich ansteigen lassen. Mit einer ziemlichen Breite, mit glaube 90 cm Breite, das ist natürlich viel Fläche. Hm. Und damit hat er auch richtig, richtig viel Abtrieb gemacht. Also das saugt sich quasi auf die Straße, das Auto, ne? Ja. Von unten. Genau, und das konnte man auch beim Fahrzeug sehen, wenn man hinterher guckte oder fuhr. Man sah richtig, wie den Staub von der Strecke aufsaugt und hinten rausblies. Hm. Und ich denke, wir hatten zu der Zeit durchaus die gleichen Abtriebswerte wie der Colin Chapman auch. Ja, Sie hatten, glaube ich, waren Sie mit dem Windkanal? Sie hätten auch bei 250 an der Decke fahren können. Ne? So ja. Das, was man immer beim 962 oder 956 so stolz ja. verkündet, irgendwie ja. ab 2 irgendwas. Richtig. Und damit war das Auto natürlich nochmal ein ganzes Stück schneller als mit den seitlichen Flügeln. Hm. Und kam natürlich in der Höchstgeschwindigkeit an die Porsches nicht ran. Aber wenn man es beobachtete, es war schon interessant. Zum Beispiel in Salzburg kann man sehr schön die Eingangskurve zur Fahrerlagekurve sehen. Die ist relativ schnell. Und den Berg rauf fuhren die Porsches einige Meter davon. Und mit Beginn der Kurve war der Capri sofort wieder dran. Und zum Teil hat er sie in der Kurve überholen können. Und Sie haben den Derek Bell erwähnt. Der ist das Auto ja gefahren und war hellauf begeistert. Sie waren damit ja viel im Windkanal, ne? Aber gerade diese Ground-Effect-Autos oder gerade anfänglich, ich meine, die Basis von dem Auto ist ja gar nicht konstruiert worden als Ground-Effect-Auto eigentlich, ne? die Sie als Basis hatten. Sind die nicht manchmal ein bisschen heikel zu fahren, wenn die in der Kurve so leicht quer kommen oder sowas, dass dann die Strömung abrupt abreißt? Nee, da hatte ich noch was Spezielles gemacht. Die Form von dieser Flügelstütze, die war so, dass bei Schräglandströmung über die Seitenscheibe hier rüber die Strömung in voller Breite von dem Flügel anlag. Okay. Das heißt, bis zu 10 Grad Driftwinkel ist der Abtrieb noch gestiegen. Okay. Das heißt, das hat den Fahrer natürlich zusätzliche Sicherheit gegeben. Und das haben Sie tatsächlich auch so auf Driften konstruiert, weil Sie wussten, sonst wäre es heikel, das Ding zu fahren. Ja. Also das ein bisschen Drift muss man denen zugestehen. Ja, richtig. Und trotzdem ist Striezelstuck damit nicht gefahren, quer gefahren ist. Ja. Okay. Gut, das war sein Pech, aber er wollte ja nicht bei Ford bleiben. Ja, genau, das ist zu BMW. Ja, das sind alles Sachen, die ich alle in dem 1:5 Windkanal in Aachen an der Fachhochschule ausprobiert habe. Gibt es auch noch richtige Dokumentation dafür. Hm. Und das hat das Auto, denke ich, eben so überlegen gemacht.
also beeindruckend, auch optisch. Und also das ist dieses Gesamtpaket bei dem Wagen. Einfach dieser brutale Look und dieses Feuerspein, was da an der Seite unter dem Schweller rauskommt, das ist ein ganz besonderes Auto. War das eigentlich diese seitlichen Auspuffrohre? War das dem Unterboden geschuldet? Ja. Das war dem Unterboden geschuldet und auch, dass die Länge der Rohre nicht zu lang wurde. Okay. Das hat man ja schon bei dem Vorgänger. KPRS hat ja auch die Auspuffrohre seitlich rausgeführt. Das war übrigens der Grund, warum die FIA beschlossen hat, man könnte die Schweller unter der Tür könnte man beliebig machen, um diese Auspuffaustritte zu gewährleisten, dass das ging. Also das Reglement hat Ihnen schon ganz schön in die Hände gespielt. Ne? Ja, Gott sei Dank. Aber man muss natürlich eben entsprechend auch nutzen können. Ne? Ja, klar, natürlich. Ja. Und die freien Schweller hat auch verhindert, dass die Luft seitlich in den Diffusor eingeströmt ist. Tolles Auto. Also immer wieder ein riesen Hingucker, wenn die Autos fahren. Ja. Sind Sie den später mal irgendwann gefahren, also außerhalb der Testfahrten? Nein. Noch nie eine Runde damit gefahren? Nee, noch nie gefahren. Das müsste ja eigentlich der Peter Mücke sie nochmal fahren lassen. Könnte ja sein. Vielleicht hört er das ja. Im Moment macht er gerade eine Geschichte. Mal sehen, das kommt in Sportauto. Hatte ich die Daten vom Stefan Mücke mit dem Auto und von seinem Audi GT3 R8 auf dem Red Bull Ring. Die waren auf die 10. Sekunde gleich schnell. Die Baujahre waren aber 30 Jahre auseinander. 40. Ne? Und Stefan Mücke hat gesagt, mit neuen Reifen wäre er mit dem sogar schneller gewesen. Gar nichts sagen. So, aber dann hat das Reglement sich ein bisschen verlassen. Dann kam das Gruppe C-Reglement. Richtig. Und da war Schluss mit lustig. Da war Schluss mit lustig, aber von mir aus Schluss mit lustig. Ford wollte eben so ein Gruppe C-Auto machen. Aber der PR-Chef, das war der Karl Ludwigsen zu der Zeit, war natürlich sehr England-orientiert. Und da gab es einen Len Bailey, sagt Ihnen vielleicht was, der mehrere Autos entworfen hat. Und der hatte schon einen Entwurf abgeliefert. Und mein Kranefuß schwärmt davon noch heute. Von dem Entwurf. Er fand ihn nicht so gut, glaube ich. Konnte man auch nicht. Bloß ich habe schon an der Zeichnung gesehen, das wurde nichts. Ja. Es konnte nichts gehen. War der C100. C100. Ja. Und das habe ich dem Ludwig gesagt. Er sagt, du entwickelst den. Sag ich, nee, das mache ich nicht. Beziehungsweise sagt, den muss ich komplett ändern, sonst wird das nichts. Und dann sagt er, nee, geändert wird hier gar nichts. Du machst das. Dann habe ich gesagt, nee, ich mache es eben nicht. Und das war dann der Grund, warum ich Ford verlassen habe. Und das Ergebnis hat man ja gesehen, was rausgekommen ist. Nichts. Also absolute Nullnummer. Das ist ein erfolgloses Terrennauto eigentlich. Ne, was ja, Ford das hat richtig Geld gekostet. Ne? Aber hätten Sie eine Idee gehabt, wie man für ein Gruppe C-Reglement ein eigenes Auto entwickeln könnte? Ja, sicher. Natürlich, ja, klar. Aber warum haben Sie denn nicht reingelassen? Ich meine, Sie haben ein wahnsinnig erfolgreiches Auto auf die Räder gestellt. War das einfach nur so interne Politik? Denke ich, ja. Dass da jemand besser mit dem Vorstand konnte oder was? Oder näher dran saß? Ja, denke ich schon. Da hat man ein bisschen was vergeben. Und man hat Sie vor allem an Audi abgegeben. Richtig. Ja, insofern war das eine schöne Zeit von 72 bis 81. So. Und dann sind Sie zu Audi und haben Fahrwerke weiterentwickelt. Richtig. Lag da ein Angebot auf dem Tisch oder mussten Sie sich bewerben? Nee, ich habe mich bei 5 oder 6 Firmen. Ich habe mich bei keiner einzigen beworben. Wieso ist es Audi geworden? Bei Audi war folgendes. Mein Vorgänger, der Jürgen Stockmar, der hatte gekündigt und wollte zu Steyr Daimler Bruch gehen. Und dann haben die eben jemanden gesucht und da sind sie auf mich gekommen. Ob Pierre da irgendwas gesagt hat oder nicht gesagt hat, ich weiß es nicht. Aber das war der Hintergrund. Dann haben sie mich eingeladen und dann bin ich hingefahren. Und dann habe ich mit Pierre gesprochen und der war also sehr nett und sagte, bei Audi arbeiten ja alle Leute für Geld, nur ich nicht. Und dann hat er das unterschrieben und das war mein Wechsel zu Audi. Und was bei Audi alles passiert ist und wie es dann bei BMW weiterging, das hört ihr in der nächsten Woche. Mensch, Thomas Ammerschläger, das ist auch schon wieder so ein Gast, bei dem man sich fragt, wie er es geschafft hat, immer zur rechten Zeit an der richtigen Stelle gewesen zu sein, oder? Freut euch auf nächste Woche, schaut mal auf meiner neuen Webseite vorbei und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.